Moin Moin zu einem neuen Infovideo zu Forza Horizon 5. Der Titel steht ja quasi schon in den Startlöchern. Am 5.11. geht es offiziell los für alle Premium-Editionsbesitzer. Am 9.11. ist dann der offizielle Standard-Release. Übrigens, für alle, die jetzt sich etwas sorgen, dass sie vielleicht was verpassen, wenn sie erst am 9.11. starten können. Ihr müsst euch da nicht sorgen, denn erst am 11.11. findet der Saisonwechsel statt. Ihr werdet also auch noch 2 Tage die Möglichkeit bekommen, in der selben Saison zu spielen, die auch die Premium-Editionsbesitzer bekommen am 5.11. Ja, abgesehen davon, der 11.11. ist ein Donnerstag. Das heißt natürlich auch, man sieht hier schon, der Rhythmus, der in Forza Horizon 4 herrschte, dass immer donnerstags der Saisonwechsel ist, der wird also auch in Forza Horizon 5 beibehalten. Ja, wir schauen jetzt aber heute mal auf ein paar exklusive Infos. Und die stammen aus einem privaten Q&A zwischen einigen Content-Creatern und Mike Brown, seines Zeichens Creative Director bei Playground Games. Die Infos, die dort in diesem geschlossenen Meeting sozusagen preisgegeben worden sind, die sind bisher noch nicht veröffentlicht worden in den Streams, aber das werde ich heute für euch übernehmen. Und bevor wir gleich direkt in das Q&A einsteigen, möchte ich an der Stelle nochmal ganz kurz auf die Fahrzeugliste eingehen. Denn wenig in Forza Horizon 5 hat die Gemüter so sehr gespalten wie die Fahrzeugliste. Das ist durchaus verständlich, denn schauen wir uns mal an, wie wenige neue Fahrzeuge bisher vorgestellt worden sind, wirkt es doch schon vor allem für die, die hohe Erwartungen an den nächsten Teil hatten in Bezug auf diese Liste, etwas ernüchternd. Aber ich kann euch an der Stelle schon mal die Angst nehmen, es wird noch eine ganze Menge ab Updates geben bis zum offiziellen Release. Playground Games hat gestern dazu auch nochmal auf Instagram einen Post abgesetzt, in dem bestätigt wurde, dass es noch weitere Fahrzeuglisten-Updates geben wird mit neuen Fahrzeugen, denn die, die dann vorgestellt werden, sind natürlich brandneu für das Forza-Franchise. Also da wird noch eine ganze Menge kommen. Natürlich darf man jetzt nicht erwarten, dass bereits zum Release hunderte neue Fahrzeuge da sind, denn man braucht ja auch Content für die nächsten Jahre und natürlich auch für Add-ons wie beispielsweise den Car Pass und spätere Erweiterungen, die kommen werden. Von daher lehnt euch etwas zurück, da wird noch eine ganze Menge Content auf uns zukommen. Lasst uns jetzt aber mal direkt mit dem Q&A starten. Dort wurde zum Beispiel die Frage gestellt, ob die beliebten Horizon-Clubs auch im 5. Teil wieder dabei sein werden. Bisher wurde ja in den Streams noch gar nichts über die Horizon-Clubs gesagt, aber Mike Brown hat jetzt bestätigt, dass die Horizon-Clubs auch im 5. Teil wieder dabei sein werden. Also die Möglichkeit, sich gemeinsam in der Community zu organisieren, auch sofort beispielsweise mit anderen Spielern, die gerade online sind, ein Team zu bilden oder auch einfach so im Offline-Bereich Driver-Tare aus dem eigenen Club zu haben und in Leaderboards auf dem PR-Stand besten Listen zu sehen, wie man im Vergleich zu anderen Clubmitgliedern steht. Das alles wird auch wieder möglich sein im nächsten Horizon-Teil. Darüber hinaus sind diese Xbox-Plattform-basierenden Clubs natürlich auch immer ein toller Ort, um beispielsweise auch Designs oder Tunings zu teilen, also für euch natürlich auch ein super Feature, um ein klein wenig mehr mit der Community zu interagieren. An der Stelle Werbung in eigener Sache. Natürlich wird es auch wieder einen Zitrone Formel 77 Club geben und ich freue mich sehr darauf, wenn viele von euch auch dort wieder mit uns dabei am Start sein wollen. Den Club werde ich natürlich kurz nach dem Release veröffentlichen und natürlich wird es dann noch weitere Infos dazu geben mit den Videos, die zum Release erscheinen. Von daher natürlich an der Stelle schon mal die ganz klare Info, die Clubs wird es geben, es wird ähnlich sein wie in Forza Horizon 4 und ja, die Features werden daher altbekannt sein für alle diejenigen, die auch im letzten Teil schon dabei gewesen sind. Dann wurde auch die Frage nach privaten Lobbys gestellt. Private Lobbys sind eine Möglichkeit, um sich mit bestimmten Teammitgliedern, mit denen man gerade ein Spiel starten möchte, von der offenen Spielwelt zu trennen. Dort könnt ihr also in einer geschlossenen Lobby unterwegs sein, ohne dass euch irgendwelche fremden Spieler joinen können. Ihr könnt dort euch ein wenig von der Open World separieren und sozusagen auf der Map alleine unterwegs sein. Mike Brown sagte dazu, dieses Feature von privaten Lobbygestaltungen wird erstmal nicht dabei sein. Man kennt das aus Forza Horizon 4. Es war zum Beispiel eine der wichtigsten Voraussetzungen, um beispielsweise Cops vs. Racer zu spielen, wenn ich jetzt hier nicht falsch liege. Aber es gibt natürlich auch zahlreiche weitere Online-Spiele, die man so in geschlossenen Räumen nur spielen kann. Und das Feature wird erstmal definitiv nicht am Start sein. Aber er sagte, eventuell ist es möglich, dass man das später im Verlauf des Spiels irgendwann als ein Zusatzupdate mal bringen wird. Also dieses Feature könnte noch hinzukommen, aber es ist erstmal nicht geplant. Das liegt definitiv nicht daran, dass man das nicht fertig bekommen hat oder ähnliches, sondern eine bewusste Entscheidung, da man eben Forza Horizon 5 so offen und zugänglich wie möglich halten möchte und einfach auch durch das dynamische Session-System dafür sorgen möchte, dass man an bestimmten Orten mehr Spieler zusammenbringt als an anderen Orten und
eben hier verhindern möchte, dass sich bestimmte Spieler in ihren privaten Raum zurückziehen. Was jedoch möglich sein wird, ist es, gemeinsame Online-Konvois zu bilden. Hier habt ihr zumindest die Möglichkeit, euch in einem offenen Team zu organisieren. Das heißt, ihr seid zwar trotzdem in der Open World unterwegs, in der auch andere Spieler unterwegs sein werden, aber ihr könnt euch zumindest dort als Team organisieren und gemeinsame Events starten. Das Ganze ist auch so ein bisschen verknüpft mit dem Link-System, das ja dazu dienen soll, um dynamisch auch Konvois bilden zu können und sich zum Beispiel mit anderen Spielern spontan zusammenzuschließen, um gemeinsame Events oder irgendwelche Aktivitäten starten zu können. Weiter wurde die Frage gestellt, ob sich die Spielwelt über die Jahreszeiten hinaus noch verändern wird. Also eben nicht nur die jahreszeittypischen Veränderungen, sondern im Verlaufe der Updates auch beispielsweise an reale Feiertage angelehnte Dekorationsobjekte in Horizon 5 auftauchen und sich die Spielwelt daher auch dynamischer an reale Geschehen anpasst. Und tatsächlich wird das der Fall sein. Mike Brown sagte, die Spielwelt in Horizon 5 ist deutlich dynamischer, als das noch im vierten Teil der Fall war. Von der Programmierungsseite bietet das Spiel deutlich mehr Möglichkeiten, die Welt anzupassen, neue Events hinzuzufügen, ja, auch die Spielwelt dynamisch von den Dekorationsobjekten zu verändern. Also, es kann durchaus sein, das hat er konkret beim Stadion genannt, dass man das auch eben zu bestimmten Events, ja, besonders dekorieren wird, dass es sich anpassen lassen wird an reale Events oder an zeitlich befristete Events, die man im Spiel sozusagen feiern möchte. Also, da gibt es eine ganze Menge Möglichkeiten, wie Playground Games die Spielwelt verändern kann. Grundsätzlich wurde sowas auch schon mal für Forza Horizon 4 angekündigt, aber letztlich hat es dann kaum Veränderungen oder gar keine im Spiel letztlich gegeben in der fixen Spielwelt. Das wird sich jetzt aber ändern in Forza Horizon 5. Es wird also nicht nur die Möglichkeit geben für Playground Games neue PR-Stunts, Showcase-Events oder Horizon-Stories hinzuzufügen oder neue Rennen, sondern eben auch darüber hinaus die Spielwelt etwas dynamischer anzupassen und mehr Veränderungen in der Welt an sich zu ermöglichen. Darauf bin ich persönlich schon sehr gespannt. Auch wurde die Frage gestellt, ob es nun beim Root Creator die Möglichkeit gibt, freie Startpunkte irgendwo auf der Map zu setzen. Mike Brown hat hier entgegnet, zum Start wird es erstmal nicht möglich sein, irgendwo auf der Map sein Rennen zu starten, sondern man ist daran gebunden an die bestehenden Events und kann von dort aus allerdings von Startpunkt zu Startpunkt springen und sich aussuchen, von welchem Rennen, das bereits in der Welt existiert, das eigene kreierte Rennen starten soll. Man möchte aber von diesem relativ limitierten System wegkommen und in zukünftigen Updates irgendwann die Möglichkeit bieten für Spieler, irgendwo auf der Map einen frei gewählten Startpunkt auszusuchen und von dort die eigene Strecke beginnen zu lassen. Zuletzt noch die Frage, wie lang wird Forza Horizon 5 eigentlich supported? Gemeint ist natürlich, frische Updates zu bekommen mit neuem Content für das Spiel und Mike Brown sagte, man hat hier als Entwicklerteam unglaublich viel aus Forza Horizon 4 gelernt. Also, die monatlichen Updates, der neue kostenlose Content für die Spieler war auch ein Grund, dass Forza Horizon 4 so viele Spieler angezogen hat und über einen so langen Zeitraum aktiv gespielt wurde von einer so großen Zahl an Spielern. Und das ist natürlich etwas, das man mitnehmen möchte für Forza Horizon 5. Und er sagte, von all dem, was wir in Forza Horizon 4 erwarten konnten, darf man sogar noch mehr in Forza Horizon 5 erwarten. Also von allem, was uns begeistert hat an Updates, an neuem Content, den wir bekommen, davon will man noch eins oben drauf setzen im nächsten Teil. Ich gehe also jetzt mal davon aus, dass man das durchaus als Statement verstehen kann, dass wir mindestens in den nächsten 2,5, eher sogar 3 Jahren frischen Content erwarten dürfen für Forza Horizon 5. Ihr seht also, da kommt eine ganze Menge auf uns zu. Vor allem bei der letzten Frage über die Supportlaufzeit ist doch deutlich geworden, dass Forza Horizon 5 ein unglaublich mächtiges Spiel werden wird, was den Content anbelangt. Da wird eine ganze Menge kommen, deutlich mehr als wir noch in Forza Horizon 4 gesehen haben und das war schon ein unfassbar riesiges, umfassendes Spiel gewesen. Wer also vielleicht jetzt zum Start etwas enttäuscht ist, weil nicht sofort alles Mögliche dabei sein wird, der darf sich entspannt zurücklehnen und einfach abwarten, was in der Zukunft kommt. Ich denke, Playground Games hat eine ganze Menge mit uns vor. Vielleicht werden wir das erste Mal sogar eine dritte Erweiterung sehen. Vielleicht wird es weitere Carpacks geben, die mit einem Schlag vielleicht 7 oder 10 Fahrzeuge noch zusätzlich ins Spiel bringen. Lasst uns einfach mal abwarten, was da alles auf uns zukommt. Darüber hinaus dynamische Spielweltveränderung, eine gigantische Map und all das, was wir bis jetzt schon gesehen haben. Ich denke, das kann einfach nur gut werden. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr von dem Q&A haltet, was ihr euch vielleicht noch wünschen würdet.
würdet an Statements, die noch geliefert werden zum Spiel und auf was ihr euch am meisten zum Start freut. Ich bedanke mich vielmals bei euch fürs Zusehen, hoffe, ihr habt den Kanal abonniert und auch das Video mit einem Däumchen bewertet und freue mich natürlich, euch auch im nächsten Video wiederzusehen. Viel Spaß am Zocken, bis dahin alles Gute. Ciao!